Ja, moin und herzlich willkommen. Wir freuen uns ganz besonders, heute Gary Boeing hier bei Greiter und Sie zu haben. Der App-Spezialist aus Hamburg stellt uns heute für ein paar Fragen zum Thema App-Entwicklung zur Verfügung. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr, Gary, dass du heute hier bei uns bist und mir die Fragen gerne beantwortest. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Schön. Zum Einstieg dachte ich mir, erzählst du uns vielleicht einfach ein bisschen was zu dir, zu deiner Person, zu deinem Unternehmen. Und was dich antrieb, deine Firma AppLoft in Hamburg zu gründen? Sehr gerne. Für mich ist das ja ein sehr besonderer Anlass hier, weil ich weiß nicht, ob ihr das im Vorfeld auch diskutiert habt, aber ich komme ja ursprünglich aus dem Allgäu, bin in Kempten aufgewachsen und somit ist es für mich schon auch ein besonders schönes Erlebnis, wieder hier sein zu können und zu dem Thema, das mich heute umtreibt, auch mal in Kempten sprechen zu können. Das freut mich sehr. Ich habe eine recht lange Reise gemacht, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ich will mal so ganz grob zusammenfassen. Ich hatte das Glück, sehr, sehr früh schon im Studium mich mit dem Thema Internet und Informatik beschäftigen zu können. War sehr stark in der E-Commerce-Zeit dabei und war dann auch ganz früh dabei, als das Mobile-Internet begonnen hat. Wo ich mal so sagen würde, das ging so um 2000, ging das so richtig los. Damals allerdings noch technologisch auf einem ganz anderen Stand. Da waren so WAP-Seiten noch das Ende der Fahnenstange. Ich durfte das bei der O2 aufbauen und versuchen, erfolgreich zu machen. Und es war sehr, sehr mühsam, bis dann etwas passiert ist, was wir uns alle zum damaligen Zeitpunkt nicht mal erträumt hätten. Und es war der Steve Jobs, der 2007 auf so eine Bühne getreten ist und ein Telefon vorgestellt hat, was gleichzeitig ein Internet-Device war, was das iPhone war. Und es hat sicherlich unsere gesamte Welt revolutioniert und uns am Ende auch dahin gebracht, wo wir heute sind. Für mich war das so, die AppLoft geht ursprünglich auf eine Ausgründung aus Apple zurück, und zwar im Jahr 2008 in Hamburg. Und wir sind dort zusammengekommen, um Unternehmen dabei zu begleiten, in der App-Welt erfolgreich zu sein. Und das zum Teil natürlich mit der Historie und der Kompetenz, die wir aus Apple mitnehmen konnten und zum anderen in einem sehr dynamischen Umfeld, weil es hat sich in den Jahren sehr viel getan. Apple war das erste Device, was rauskam mit iOS als Betriebssystem. Dann kamen ganz viele andere. Da gab es dann mal so BlackBerry, der noch da war. Es gab noch Symbian. Dann hat Samsung mal mit Bada versucht, in das Themenfeld einzusteigen. Microsoft hat noch einen sehr großen Anlauf auch genommen, um dort hineinzukommen. Aber im Endeffekt haben wir heute ein Duopol mit iOS und Android, was diese Welt ausmacht und sie auf der einen Seite etwas einfacher macht, aber auf der anderen Seite auch komplexer, weil die Bedeutung so groß geworden ist und das Thema in so viele Bereiche eingestiegen ist. Mit AppLoft sind wir in Hamburg. Wir sitzen mitten im Herzen der Stadt. Schön. In einer ganz schönen Location, was auch ein bisschen lustig ist, weil wir haben direkt im Nachbargebäude die Deutschlandzentrale von Facebook, 100 Meter weiter die Deutschlandzentrale von Google und all diese großen Konzerne kommen dorthin. Viele verstehen das gar nicht, warum die gerade nach Hamburg kommen. Ich glaube, es gibt ein paar Gründe, aber es ist für uns irgendwie besonders nett auch. Und wir sind heute 25 Mitarbeiter und begleiten unterschiedliche Unternehmen bei ihrem Erfolg in der App-Welt. Und was denkst du, du sagst, es hat sich viel getan in der Branche auch und es gibt jetzt so zwei Marktführer, nenne ich es jetzt mal, in den Betriebssystemen. Was denkst du, war auch so der Grund oder ist der Grund zurzeit, dass dieses Thema so durch die Decke geht? Also man liest ja vielerorts von Mobile-Marketing, App-Marketing. Was denkst du, warum ist es so, dass das jetzt so dermaßen durch die Decke geht? Ich glaube, das ist einfach in der Sache an sich begründet. Wir hatten so in den 90ern hatten wir die Internetrevolution.
Da kamen auf einmal Dinge, die man sich vorher nicht vorstellen konnte, die auf einmal ins Internet gegangen sind und ganz andere Möglichkeiten geboten haben. Und es hat viele, viele Menschen angesprochen und die haben angefangen, das zu nutzen. Ganz normal. Und dann kam auf einmal das Smartphone und dann ist das in so ein kleines Telefon. Jetzt habe ich gar keins da. Unglaublich, selten. Dann ist das in so ein kleines Telefon reingewandert. Und am Anfang hat man gedacht, ach, so Internet in der Hosentasche. Wofür soll man das denn eigentlich brauchen? Macht es Sinn? Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das extrem viel Sinn macht und dass das für Menschen noch mal deutlich attraktiver ist, als das Internet an dem Computer schon war. Und gleichzeitig viele zusätzliche Möglichkeiten, Services bietet. Wenn ich es nur allein vergleiche, ein Computer weiß halt eigentlich gar nicht, wo er ist. Der weiß nicht, wer vor ihm steht, also wer sein quasi Herrchen ist, weiß der auch nicht so wirklich. Der hat zwar vielleicht manchmal eine Kamera, aber auch nicht so richtig und ich kann ihn nicht mitnehmen, ich kann ihn nicht bewegen und dagegen kann das Smartphone halt doch vieles, vieles, was das vorher nicht konnte. Und dadurch kommt, glaube ich, ein sehr großer Teil dieser Attraktivität und die Attraktivität führt einfach dazu, dass wir heute in einer Situation sind, wo fast jeder ein Smartphone hat und es auch intensiv nutzt. Für die Dinge, die er vorher vielleicht anders gemacht hat und vielleicht für ganz viele Dinge, die er vorher gar nicht gemacht hat. Wenn ich jetzt so auf die Seite als Unternehmer gucke, ich bin Unternehmer und möchte eben solche modernen Services anbieten, was ist denn dann für mich als Unternehmer der Vorteil gegenüber so einer responsive Webseite, die ja eben auch mobil sehr gut funktioniert? Was ist da mit der App noch der größere Vorteil? Also vom Grundsatz sind es so zwei Themen oder zwei Stufen, die ich so sehen würde. Das eine ist, dass wir ganz klar diesen Trend haben, dass Smartphones im Zentrum der Nutzung heute stehen. Man könnte jetzt auch noch auf Tablets und so weiter eingehen, aber ich sage mal, Smartphone ist schon der Schwerpunkt. Und wenn ich jetzt auf so ein Smartphone schaue, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich mit meinem, jetzt sage ich mal, Service den Nutzer erreichen kann. Eine Möglichkeit ist, ich kann das in dem Browser machen. Also ich habe eine mobile Webseite und im Browser habe ich gewisse Möglichkeiten, die ich dort nutzen kann. Ein paar davon sind sehr positiv, weil sie aus der Internetwelt kommen. Das heißt, ich kann klassisches Search Marketing und so weiter machen, um auch Leute auf meinen Inhalt zu bekommen. Und andere sind eher Limitationen. Das ist auf der einen Seite von der User Experience. Habe ich gewisse Einschränkungen, ich bewege mich halt doch immer in dem Browser mit weitaus weniger Möglichkeiten des Zugriffs auf die Funktionen der Devices an sich. Und ein ganz großer Punkt oder Unterscheidungspunkt ist der App Store an sich. Das ist immer ganz interessant, weil viele Unternehmer das gar nicht glauben. Die sagen so, also ich kann natürlich auf der einen Seite kann ich einen Webservice launchen und dann bin ich auch präsent und ohne Marketing zu tun, kommen schon Leute und finden mich. Das passiert. In der App-Welt ist das noch mal viel intensiver. Wenn ich mit einer App und mit einer Marke dort präsent bin, dann habe ich die Möglichkeit, über den App Store an sich unglaublich viele Menschen schon mal an mich zu bringen. Und das ist ein weiterer wichtiger Entscheidungspunkt. Man muss allerdings sagen, es ist nicht so, dass es so ein klares Rechts oder Links gibt. Das heißt immer, App ist der richtige Weg oder immer was anderes ist der richtige Weg, sondern man muss es im Einzelfall genau betrachten, was der richtige Weg ist. Und es ist oft auch so, dass eine gewisse Synergie aus beiden Welten richtig und sinnvoll ist, dass man beide Technologien miteinander verzahnt und das Beste aus beiden nutzt. Das wird sicherlich auch häufig praktiziert. Kennst du oder siehst du Branchen, die aus deiner Sicht überhaupt nicht um die App herumkommen? Also wo du sagst, da ist es absolut empfehlenswert und fast ein Must, dass diese Branche sich da jetzt mehr oder minder recht schnell an diese Technik gewöhnt. Nachdem Apps sag mal, die Nutzung von Smartphones sich ja in fast allen Bereichen eingegliedert hat, könnte man da jetzt sehr, sehr viele Bereiche herausnehmen. Ich versuche mal auf zwei, drei vielleicht ein bisschen einzugehen, wo ich eine besondere Wichtigkeit und Bedeutung sehe. Ein Thema ist alles, was sich um E-Commerce herumdreht.
Dort ist es so, egal ob ich mich in einem B2C oder auch in einem B2B-Kontext bewege, in all den Fällen ist es so, dass das Smartphone einfach das persönliche Device ist, mit dem man in Transaktionen reingeht. Und wenn wir heute sehen, was in der E-Commerce-Welt passiert, dann kann man sagen, es gibt kaum einen E-Commerce-Anbieter, der nicht schon mindestens 50% seiner Nutzer und meist auch seiner Umsätze über Smartphones generiert. Und wenn man dann wiederum auf das Smartphone schaut und vergleicht zwischen einer Web-Experience und einer App-Experience, dann sagt man so, der Faktor 2 bis 3 für fast alle KPIs ist erreichbar, wenn ich in eine App-Experience gehe. Weil ich eine stärkere Kundenbindung, eine bessere User Experience bieten kann und viele andere Vorteile dadurch bieten kann. Und das führt am Ende dazu, dass man mit der App in dem Bereich einfach nochmal deutliche Vorteile heben kann. Und es ist heute eigentlich ganz klar, dass in der E-Commerce-Welt die App die Königin ist, auf die man hinarbeitet. Und dann gibt es andere Bereiche. Sag mal, alles, was mit Transportation zu tun hat, ob das jetzt, sage ich mal, der Nahverkehr ist, die Bahn. Ich bin gestern von München gekommen. Wie habe ich mein Bahnticket gebucht? Ich habe mein Smartphone raus, habe die Bahn-App genommen, habe es damit gebucht. Geht wunderbar einfach. Alles andere wäre viel, viel, viel aufwendiger. Das macht natürlich super viel Sinn. Auch wieder aus auf Basis von besonderen Funktionen, die mir dort geboten sind. Es weiß meine Location, es weiß, wo ich bin, ich bin eingeloggt, ich habe meine Zahlungsdaten hinterlegt, ich kann gleich die Bahnkarte hinterlegen, ich kann das Ticket sofort in meine App hineinbekommen. Das ist alles ein runder Prozess. Das macht natürlich super viel Sinn. Und in diesen ganzen Reisebereichen wird es sicherlich essentiell sein. Und dann gibt es nochmal viele Bereiche oder viele Themen, die es gar nicht gäbe, wenn es keine App gäbe. Wie zum Beispiel? Ein schönes Beispiel ist Ride-Sharing. Ich nehme mal Uber so als Beispiel, weil es sicherlich von der User Experience, die sie insgesamt in ihrem Service bieten, der einzigartige Ride-Sharing-Anbieter weltweit ist. Wobei man natürlich auch den Teil betrachten muss, ob sie in jeder Region sich sinnvoll etablieren können. Aber in den Regionen, in denen sie sind, bieten sie einen wahnsinnig tollen Service und einen Mehrwert, der nicht denkbar gewesen wäre ohne Smartphone und ohne App. Wenn ich per Uber mich bewegen will, also ich war jetzt gerade erst wieder in San Francisco für einige Zeit, dann nehme ich das Smartphone raus. Und auch wenn ich das wieder vergleiche, zum Beispiel mit deutschen Ridesharing-Anbietern oder europäischen, die sind dann meistens so an dem Punkt, dass ich das rausnehmen kann und sagen kann, hier bin ich möchte bitte jetzt ein Fahrzeug bekommen, was mich abholt, funktioniert gut. Uber ist schon den Schritt weiter. Die fragen mich gar nicht mehr, ob ich jetzt hier ein Fahrzeug haben möchte, sondern die fragen mich, wo ich hin möchte. Setzen das voraus. Angenommen, ein Anbieter des öffentlichen Nahverkehrs schaut dieses Video einmal an und findet es sehr interessant, was wir hier sprechen, und fragt sich nun, wie funktioniert denn dann so ein Prozess? Also angenommen, ich entscheide mich, jawohl, ich möchte meinen Kunden oder zukünftigen Kunden so einen Service bieten. Entscheide mich, mit einem Dienstleister zusammen eine App zu entwickeln. Wie geht denn so ein Prozess vonstatten? Ist der vergleichbar mit der Konzeption und Realisierung einer Webseite? Oder gibt es da bei der App-Entwicklung was ganz Spezielles oder einen ganz speziellen Arbeitsschritt, der jetzt sehr außergewöhnlich ist und neu ist? Ich würde ein grundsätzliches Thema erstmal voraus senden an der Stelle, weil ein ganz wichtiger Parameter für den Erfolg in der App-Welt ist, dass man prozessual anders an das Thema herangeht.
In Website-Projekten ist es meistens noch so, dass man sehr abgeschlossene Projekte macht. Das heißt, man geht eher nach einem Wasserfallmodell vor. Das heißt, man macht eine Konzeption, macht eine Spezifikation. Oft gibt es auch noch so Sachen wie Lasten- und Pflichtenheft, was dann ist. Dann hat man quasi den Scope genau definiert und dann wird ein Dienstleister ausgewählt, der einem das meistens so günstig wie möglich macht. Und dann wird es fertiggestellt, gelauncht und dann ist es fertig und dann ist man für die nächsten 2, 3 oder auch mehr Jahre glücklich. Die App-Welt funktioniert vom Grundsatz anders. Und es hat aus mehreren, es hat mit mehreren Bereichen zu tun. Zum einen ist es ein unglaublich dynamisches Ökosystem, was wir dort finden. Man kann sich das immer so gar nicht vorstellen, weil ich selbst komme ja auch noch aus der Computerzeit. Da gab es dann so Windows und alle 5, 6 Jahre gab es ein neues Betriebssystem, was man dann auch eigentlich nicht unbedingt schon gebraucht hat, sondern irgendwie später genommen hat. In der App-Welt gibt es mindestens jedes Jahr ein komplett neues Betriebssystem. Das sind richtig große Schritte, die dort passieren, die natürlich es auch bedürfen, dass man Veränderungen in dem Service, den man anbietet, vornimmt, dass man den auch kontinuierlich weiterentwickelt. Und das Ziel ist, sehr genau zu verstehen, was der Nutzer eigentlich möchte und nicht etwas entwickeln, was man denkt, was der Nutzer haben möchte, sondern wirklich das entwickeln, was der Nutzer auch wirklich haben will. Und das ist eine philosophisch grundlegend andere Herangehensweise. Das ist etwas, was die, sag ich mal, amerikanischen Unternehmen oder viele der großen Player sehr gut verstanden haben und mittlerweile auch sehr gut umsetzen. Und diese Philosophie ist eine wichtige Grundlage für den Erfolg. Geht da dieser Entwicklung dann auch eine Art Briefing voraus? Oder ist es eher so, dass dann von euch als Dienstleister schon gewisse Vorschläge an den Kunden vorweggehen, bevor der Prozess startet? Das wäre noch ganz interessant zu wissen. Ja, also die Themen und Vorgehensweisen sind sehr unterschiedlich, muss man sagen. Es gibt Situationen, in denen wir grundsätzlich eine Überlegung haben und an den Kunden herantreten mit dem Glauben, dass es für den sehr sinnvoll sein kann, etwas Gewisses zu tun in dieser Welt. Es kann auf der anderen Seite sein, dass ein Kunde schon eine sehr klare Vorstellung dessen hat, was er machen möchte und auch was er erreichen möchte. Und damit auch ein sehr klares Briefing existiert, auf dessen Basis man eine initiale Implementierung und den Einstieg in einen solchen Weg gehen kann. Und es kann aber genauso sein, dass ein Unternehmen kommt und sagt, wir haben ein gewisses Wettbewerbsumfeld, mit dem wir uns konfrontiert sehen in der App-Welt. Und wir wollen im Vergleich zu diesen Wettbewerbern die Nummer 1 werden. Oder, ja. Und dann bedarf es typischerweise einer ganz anderen Vorgehensweise, weil dann geht es weniger darum, jetzt eine App umzusetzen, sondern es geht darum, einen Einstieg zu machen, Philosophie, Prozesse, Methodik zu etablieren, dass man in der Lage ist, eine höhere Geschwindigkeit aufzubauen, als der Wettbewerb das kann. Und in dieses Rennen einzusteigen und schneller, smarter, effizienter sein Service und sein Produkt voranzuentwickeln, als der Wettbewerb das kann. Das heißt, es ist für den Kunden auch gut, wenn er seinen Kunden wiederum besonders gut kennt, bevor er mit euch in Absolut. Kontakt tritt, oder? Also die App ist ja nochmal eine Stufe intensiver in der Kundenbindung als jetzt eine gelungene Webseite, sage ich jetzt mal, weil mit der App kann ich ja auch aktiv an meinen Kunden herantreten, oder? Ja, absolut. Das ist ja meistens der sinnvolle Zweck dafür. Es ist aber nicht notwendig, im Vorfeld, bevor ein Kunde jetzt an uns herantritt, sich damit schon abschließend zu beschäftigen, sondern das ist oft auch Teil unserer Kompetenz, die wir einbringen. Also Projekte beginnen häufig in eher einer grundsätzlichen Konzeptionsfindung. Das ist ein Design Thinking Prozess, den man dort anwendet, der von den grundlegenden Ideen, die man hat, dazu führt, was man wirklich dann mit dem Kunden machen möchte. Da gibt es verschiedene Bausteine dabei. Ein wichtiger Teil ist, dass man den Kunden mal genau definiert, den man da haben möchte. Da kommt man dann zu einer sogenannten Persona, die dann auch eine wichtige Grundlage ist für alle weiteren Schritte, macht viele Überlegungen viel einfacher, die danach weitergehen. Und dann ist es so, dass man sehr viel mit Feedback des Kunden arbeitet und das schon im Definitions- und Entwicklungsprozess. Das ist sehr, sehr
wertvoll und wichtig. Heißt aber auch nicht, dass man immer so vorgehen muss, weil es gibt auch kleine, sehr klare, abgeschlossene Projekte, die sehr genau definiert sind, wo man sagen kann, das setzt man einmal um und geht dann von da aus weiter. Wichtig ist, wenn man zum Beispiel jetzt noch keine App hat, erstmal den Schritt zu machen, um überhaupt in die App Stores zu kommen und anzufangen zu lernen, was diese besondere Methodik auch dieser Welt ist, wie das funktioniert. Die spezielle Funktionalität, ja. Und gibt es dann bestimmte Apps, also so, ich nenne es jetzt mal so Lehr-Apps, die man dann neuen Kunden zeigen kann und sagen, guck mal, das sind so sehr gelungene Beispiele aus unserer Sicht. Gibt es da sowas, was man sagt, das sind Dinge, die würden wir als Must-Haves definieren? Oder gibt es sowas? Es ist natürlich sehr individuell und kommt sehr darauf an, was der einzelne Einsatz ist, aber es gibt es im Endeffekt immer. Mhm. Ein Teil der Arbeit besteht auch darin, erst einmal eine Wettbewerbsübersicht zu machen und zu sehen, was sind in dem spezifischen Feld die Wettbewerber, was machen die aktuell, welche Herangehensweisen haben die gewählt, wenn sie schon präsent sind in den App-Stores, was kann man da als positive Beispiele herausnehmen, was kann man als negative Beispiele herausnehmen. Oft ist es allerdings auch so, dass man ganz andere Branchen betrachtet, die aus einer gewissen Sinnhaftigkeit eine Ergänzung haben. Ich hatte gerade erst kürzlich mit dem Geschäftsführer einer unserer Kunden genau diese Diskussion, wo er sagt, in unserem Umfeld finden wir eigentlich keine Vorbilder mehr. Wir müssen in andere Branchen und andere Bereiche reinschauen, um dort wieder Vorbilder und Anregungen zu finden. Und das ist genau richtig. So eine Art übergreifender Benchmark dann einfach heranziehen. Ja. Spannend. Und gibt es dann eine Art Testzielgruppe? Also gibt es wie so eine Art Beta-Test erstmal, bevor das dann richtig losgeht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil vorhin sagtest du ja, du nimmst auch, um das Ding weiterzuentwickeln, das Feedback vom Kunden. Das heißt, das Feedback muss ja erstmal eingeholt werden. Also geht ihr dann nach der Entwicklung in so verschiedene Testphasen mit den Kunden? Absolut. Also oft beginnen die Testphasen schon vor der Entwicklung, dass man sich grundsätzliche, sage ich mal, Funktionalitäten überlegt hat, die man machen möchte und dann im Vorfeld schon das gegen Nutzer spielt. Also man macht es oft in der Form, dass man gewisse Prototypen macht. Sagen wir mal, manchmal sind es, weil wir gerade bei dem Buch, bei dem Public Transportation, also öffentlicher Nahverkehr-Thema sind, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich einsteigen kann in die Frage, ich möchte jetzt von hier nach woanders kommen und möchte auswählen, welche Alternativen ich dabei habe. Und es ist schwer zu sagen, welche die richtige ist. Es ist aber besser es ist viel einfacher, diese Frage zu beantworten, wenn man mal schaut, was die Nutzer davon halten. Ja. Und dafür kann man ganz einfach einen Prototypen machen, der muss gar nicht viel können, der muss einfach nur 3, 4 Alternativen bieten. Und dann gibt es ganz tolle Anbieter und Plattformen, über die man das dann an eine Nutzerschaft bringen kann und bekommt schnell Feedback und kann auf diesem Feedback dann die Entscheidungen treffen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Und dann ist es so, dass man auch in dem Entwicklungsprozess, wenn man dann an dem Punkt ist, wo man eine erste Version der App hat, mit der man live geht, auch da erstmal noch ein Beta-Testing vorausschicken kann und dann teilweise auch hingeht und erstmal in einem kleinen Stil launcht und dann größer wird und das Ganze dann entlang des Feedbacks, was man bekommt, weiterentwickelt. Sehr spannend. Wenn wir eine Webseite aufbauen, dann ist es ein Prozess, der mal, wenn es sehr schnell geht und sehr abgestimmt ist, 4 Wochen dauert. Er kann aber auch 2 Jahre dauern. Ist es in der App-Entwicklung ähnlich oder sagst du, nee, also 4 Wochen ist völlig utopisch, Mindestzeit, die man so einplanen müsste, ist ein Vierteljahr oder was auch immer, was ist denn da so der Usus? Beide Grenzen sind aus meiner Sicht für die App-Welt kritisch. aus unterschiedlichen Gründen. 4 Wochen ist typischerweise ein Zeitraum, in dem eine
Also wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe noch nichts und möchte initial eine erste App launchen. Da ist 4 Wochen ein zu kurzer Zeitraum. Man kann klassischerweise sagen, man sollte ungefähr mit 3 Monaten rechnen. Das ist ein Stück weit durch gewisse Parameter bedingt, also allein die Anmeldung in den App Stores, dass man überhaupt dort als Anbieter von einer App angenommen wird, ist ein relativ komplexer Prozess, der auch sehr viel Legal-Themen beinhaltet. Die müssen durchgearbeitet werden. Dann ist es so, dass die App-Stores einen gewissen Review-Prozess haben. Das ist im Speziellen bei Apple so, den man auch erst durchlaufen muss. Der geht zwar mittlerweile relativ schnell, aber man kann auch nicht sicher sein, dass er im ersten Schritt immer vollständig funktioniert. Dafür ist es wichtig, einen erfahrenen Partner zu haben, der so Sachen auch schon öfter gemacht hat. Das bringt einem mehr Sicherheit an der Stelle. Und dann ist es so, dass die Entwicklung schon auch nochmal eine gewisse andere Komplexität hat und dass man auch vor allem mehrere Iterationen braucht, um dann auch ganz klar zu haben, ob die Dinge, die man sich so vorgestellt hat, auch so sind, wie man sie sich dann am Ende die vorstellt. Ja, und ob die Funktionalität dann so abgebildet wird, wie sie ursprünglich mal angedacht war. Genau. Und du sagtest vorhin, es wird jährlich ein Update rausgegeben vom Ich will Betriebssystem. noch ganz kurz einmal auf die Ja, andere Grenze schnell sehr eingehen, gerne. weil du so zwischen 4 Wochen 4 Wochen und und 2 Jahren, ja. 2 Jahren. 2 Jahre halte ich aus einer anderen Perspektive für sehr, sehr kritisch, weil das ist dann meistens so, dass man zu lange im stillen Kämmerchen gebacken hat, bis man seine Brötchen zum ersten Mal in die Auslage legt. Und dann sehr, sehr leicht falsch liegen kann mit dem, was man da gebacken hat. Und dann mögen die das vielleicht gar nicht, die Kunden. Oder man hat vielleicht Brötchen gebacken, die vor 2 Jahren richtig Toll lecker gewesen waren und jetzt aber wären. vielleicht nicht mehr so lecker sind. Ja. Das ist ein zu langer Zeitraum, auch weil technologisch sich in diesem Zeitraum sehr, sehr viel tut. Das würde aus der Sicht eher kritisch sein. Es gibt auch es gibt so einen Satz, der ist jetzt nicht für alles richtig anzuwenden, aber vom Grundsatz, wenn man sagen wir mal, die philosophische Herangehensweise für Erfolg in der App-Welt nimmt, dann gibt es so den Satz, if you're not embarrassed about your product, you launched too late. Das können wir Deutsche echt schlecht verdauen, diesen Satz, weil wir können eigentlich nicht irgendwie was Halbfertiges so in die Es Welt soll rausschicken. perfekt Es sein. muss schon perfekt sein, aber es ist wichtig, sich zumindest ein oder zwei Scheiben von dieser Philosophie abzuschneiden, dass man nicht etwas entwickelt, was dann super perfekt ist, aber zu spät. Und da gibt es in unserer deutschen Geschichte, gerade in der digitalen Welt, halt sehr viele Beispiele. Ich finde ein wunderschönes Beispiel aus meiner Historie ist Siemens. Siemens war technologisch wahrscheinlich der beste Smartphone-Hersteller, nicht Smartphone, der beste Mobil. Handyhersteller der Welt. Die haben viele Technologien am besten umgesetzt, am frühesten gehabt und waren super innovativ. Aber sie haben sich sehr schwer getan, das entlang der Wünsche des Kunden zu entwickeln, sondern die haben es sehr technisch, Engineering, es muss perfekt sein und dann bringen wir es raus. Und andere waren schneller, agiler. Das erste iPhone war eine Katastrophe. Das war eine vollkommene Katastrophe. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen. Das war ja schon in der Präsentation, als Steve Jobs das vorgestellt hat. Und gesagt hat, oh, ich habe jetzt hier nur noch einen Bildschirm und dann tippe ich da auch drauf und gebe da Text ein. Und das hat nicht mal in der Präsentation richtig funktioniert. Das hat auch bei den ersten iPhones nicht richtig funktioniert. Aber es war richtig, damit anzufangen, die Vision zu haben Diese und dann Zug um Zug intuitive weiterzugehen. Bedienung wirklich hier einzuführen, Ja, ja. heute kann man sich es kaum mehr anders denken. Ja. Und diese 2 Jahre sind natürlich dann auch im Hinblick auf die regelmäßigen Releases kritisch, weil wenn ich natürlich was entwickle, was vielleicht erst in 2 Jahren so richtig in Betrieb kommt, aber das Betriebssystem quasi zwischenzeitlich schon wieder sich komplett verändert hat, dann bin ich natürlich auch deutlich hinten dran. Wie ist das dann für euch mit dem Service? Ihr betreut den Kunden ja dann nicht nur bis zum Launch, sage ich jetzt mal, sondern ihr seid ja dann der Partner dauerhaft für die App, oder? Und betreut den Kunden dann auch im Service. Ja, also in den meisten Situationen ist es so, dass wir unsere Kunden über sehr viele Jahre begleiten.
Und ich würde es gar nicht als Service in der Form bezeichnen, sondern als kontinuierliche Weiterentwicklung. Weil in den seltensten Fällen ist es so, dass man einfach, dass man eine App gemacht hat, die gleich passt und alles ist gut und dann nur noch schauen muss, dass sie weiterläuft. In den meisten Fällen ist es so, dass man sehr, sehr viele Ideen hat, was man weiterentwickeln kann, was sinnvolle Weiterentwicklungsservices und Ideen sind oder was neue Möglichkeiten sind, die mir durch Betriebssysteme etc. Geboten werden. Und somit ist es so ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, der dort vonstatten geht. Und es ist vielleicht nochmal auch wichtig zu wissen, dass es, wenn wir die Android- und die iOS-Welt anschauen, dass die beiden sehr unterschiedlich sind. Und zwar vor allem von dieser Weiterentwicklung her. Android bringt genauso tolle neue Funktionalitäten wie iOS das bringt. Der Unterschied ist nur, dass sich die neuen Funktionalitäten und sagen wir mal die neuen Versionen der Betriebssysteme viel langsamer in die Masse ausdehnen. Weil es eben nicht so ist, wenn jetzt ein neues Betriebssystem von Android kommt, dass sofort ein Großteil der Nutzer das installieren kann. Sondern es kann nur ein kleiner Teil überhaupt installieren und es können dann vielleicht neue Geräte, die rauskommen, die haben dann diese Version. Also das dauert oft, ich sag mal, nach einem Jahr ist es meistens so, dass das so vielleicht 10% der Nutzerschaft erreicht. Und iOS ist an der Stelle ganz anders. Und jetzt haben wir ja heute mit dem 18. September einen besonderen Tag, weil morgen ist der 19. September. Was ist daran besonders? Daran ist besonders, dass iOS 11 morgen offiziell rauskommt. Und man kann davon ausgehen, dass und man muss sich diese Größenordnung immer so vorstellen, in ungefähr 4 Wochen wird die Hälfte aller iOS-Nutzer auf das neue Betriebssystem haben. Und das heißt, wir sprechen von hunderten Millionen Menschen, die auf diese neue Version gewechselt sind. Und es hat natürlich sofort eine Auswirkung. Wenn aus irgendeinem Grund meine App, die ich realisiert habe, in dieser neuen Welt nicht funktioniert, Fehler hat, das kann ganz normal so sein, das ist ja ein neues Betriebssystem oder das ist ein Update des Betriebssystems, dann habe ich sofort ein riesiges Thema, weil es so schnell geht. Gleichzeitig, wenn ich in der Lage bin, schon neue Funktionalitäten dort anzubieten, dann habe ich einen großen positiven Effekt, weil typischerweise dann auch die App Stores darauf sehr positiv reagieren, mich promoten und so in dieser Schnittmenge Sehr bewegt man sich spannend. da. Wie ist dann euer Vorlauf in der Zeit? Also habt ihr eine gewisse Vorwarnung, jetzt kommt ein neues Betriebssystem, könnt ihr euch dann schon darauf einstellen oder werdet ihr mit den Änderungen dann tatsächlich auch konfrontiert? Also wir haben natürlich schon einen gewissen Vorlauf, der hauptsächlich dadurch beginnt, also jetzt war im Juni, war die Apple Developer Conference, die WWDC, Worldwide Developer Conference von Apple, wo wir dieses Jahr auch mal wieder dabei sein konnten vor Ort in San Francisco oder in San Jose, wo es diesmal war. Das ist typischerweise der Auftakt, wo das neue Betriebssystem vorgestellt wird, also iOS 11, mit den Funktionalitäten, mit den Rahmenbedingungen, mit den Neuerungen, die damit einhergehen. Und an dem Punkt können wir beginnen, sowohl proaktiv Dinge nach vorne zu machen, als auch zu schauen, dass alle Kunden, die wir betreuen, sicher in dieses Update hineinkommen. Und dann beginnt so eine Phase von sogenannten Beta-Versionen. Da hatten wir jetzt eine ausnehmend hohe Zahl diesmal. Es waren 11 Betas. Und während dieser Betas begleiten wir die Apps unserer Kunden schon auf die Art und Weise, dass wir sie testen auf den neuen Versionen, um zu sehen, ob Probleme auftreten können, damit man frühzeitig an diese Probleme herangehen kann. Und sicherstellen, dass wenn der Tag ist, der nun morgen sein wird, dass dann keine Probleme auftreten und alle Kunden in der neuen Welt auch gut angekommen sind. Und da erlebt man auch ganz interessante Dinge. Wir hatten zum Beispiel bei einer Applikation von einem Kunden, hatten wir einen Crash-Bug. Das ist das Schlimmste, was man haben kann. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres. Das heißt, die App bleibt stehen in dem Moment, Das oder? heißt, die App stürzt in einer gewissen Nutzungssituation ab. Das ist natürlich ein absolutes No-Go, das darf nicht passieren. Das war extrem schwierig oder beziehungsweise es war uns fast unmöglich, diesen Fehler zu finden.
Und es hat dann zwischen der Beta 10 und der Beta 11 war der Fehler weg. Das heißt, es war eins der klassischen Betriebssystemprobleme, die dort aufgetreten sind. Also noch ein Bug in dem Betriebssystem, der dann mit der letzten Beta und jetzt auch komplett beseitigt ist. Aber bis zu dem Zeitpunkt waren wir da schon sehr unter Strom, um hier auch eine Lösung zu finden. Das heißt, es ist auch für ein sehr erfahrenes Haus oder auch für sehr erfahrene Entwickler immer wieder eine komplett neue Situation, auf die sich dann alle einrichten Ja, müssen. absolut. Also wir haben, sagen wir mal, durch unsere Historie und auch Nähe zu den Plattformanbietern schon die Möglichkeit, auch Feedback zu Problemen zu bekommen. Also da können wir dann auch auf Entwicklerfeedback zugreifen zu solchen Themen. Nichtsdestotrotz gibt es manche Sachen, die echt herausfordernd sind. Wenn du jetzt so zurückblickst, was denkst du, wie viele Apps habt ihr gemeinsam schon entwickelt? Oh, wow, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Jetzt machen wir das fast 10 Jahre. Oh, ich würde sagen, es wird wahrscheinlich so an die 100 Apps insgesamt herangehen. Wobei die meisten davon ja über viele Updates und Weiterentwicklungen ein ganz dynamisches Leben auch gehabt haben. Aber so die Größenordnung, denke ich, wird es so sein. Puh. Und ist deine Lieblings-App eine aus dem eigenen Haus? Oh wow, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also liebt man die eigenen Kinder mehr als die Ja, von genau. anderen? Auf gewisse Art und Weise ist es sicherlich so, weil man natürlich viel mehr Zeit und viel mehr Liebe und Leidenschaft und Herz in die eigenen Themen und Projekte hinein bringt, als man das mit fremden Sachen hat. Ich würde schon sagen, dass über die Jahre wir sehr viele Apps realisiert haben und Kunden begleitet haben, wo ich einen besonderen Bezug auch dazu habe. Wenn ich so eins rausstellen würde, dann ist es vielleicht die Hip-Kinder-App, die besonders schön ist, weil sie ein Spieleportfolio, was sehr interessante Lernspiele sind, für Kinder bietet. Und es hat uns auf ganz unterschiedlichen Ebenen angesprochen. Auf der einen Seite klassisch auf konzeptioneller und Design-Ebene, auf der anderen Seite auch bei der Frage, was sind denn Lerninhalte, die für Kinder relevant sind und die wirklich sehr positiv und spannend sind, und gleichzeitig aber auch zu einem Absender wie HIP passen können. Und wie realisiert man das auf solchen Geräten? Da waren also wirklich sehr viele unterschiedliche Ebenen, die uns da angesprochen haben. Deshalb ist das bestimmt eine der Apps, die mir besonders ans Herz gewachsen Die ist. kriegt ein rotes Die Herz. bekommt ein rotes Herz bei mir. Ja, super. Ja, Gary, dann bin ich dir ganz arg dankbar, dass du uns heute bei Kreiter und Sie besucht hast und uns für unsere vielen, vielen Fragen zur Verfügung standest. Falls uns noch Fragen von außen erreichen, dann würden wir dir sehr gerne an dich weitergeben und dann entsprechend auch an den Fragesteller die Antwort zurückliefern. Dann sage ich vielen Dank. Es Sehr, hat sehr viel Freude gemacht. sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und hoffe, ich konnte ein bisschen so unseren Einblick in die App-Welt teilen und denke, es ist auch so ein großes Feld, was man nur ein Stück weit öffnen kann und vielleicht kommen noch viele Fragen und da freue ich mich gerne, was davon zu beantworten. So, vielen Dank.